Herzlich willkommen zum 11. Freiraum am Sonntagabend. Vielleicht schaust du dir den gar nicht am Sonntagabend an, weil du den irgendwann anders anschaust. Ich hoffe aber, du hast schon gegessen, weil wenn nicht, würde dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn heute geht es um Brot vom Himmel. High Carb und auch glutenintolerant sollst du auch sein heute Abend. Wir schauen uns an, was es damit auf sich hat, dass Gott ständig von Brot redet und das sogar von sich als Brot spricht, Jesus. Genauso wie beim Brot lade ich auch euch heute, lade ich dich dazu ein, diesen Gottesdienst zu genießen. Schau dir den nicht an als irgendeine Show wie jedes andere YouTube-Video, sondern stell dich darauf ein, dass Gott nahe kommt. Und lass den zu heute Abend und genieß den, was er dir heute zu sagen hat. Damit du das genießen kannst, haben wir einige Leute hier, nämlich aus Nyla und Rodes Grün, ist die Kada, die Lisa, der Yannick und der Julius da. Die werden uns heute im Lobpreis leiten und die Predigt wird von der wunderbaren Eva Roth kommen. Die Eva ist auch eine richtige Frankenwälderin aus Gern, war auch die Hälfte ihres Lebens, glaube ich, irgendwo im Wald unterwegs, wenn ich das denke. Die kann euch echt was über Brot backen erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß und eine Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie wirklich Brot gebacken, so von Grund auf. Kenne ich nicht. Ich habe schon irgendwelche Bredler vom Aldi aufgebacken oder habe mir irgendein Stockbrot zusammengepanscht und übers Feuer gehalten. Aber so richtig Brot gebacken, habe ich keine Ahnung. Und weil es immer weniger Leute gibt, die dieses Handwerk so erlernen wollen, was echt schade ist, haben wir heute eine Stimme geholt von einem echten Profi. Der wird uns erzählen, worum es bei Brot eigentlich geht. Das ist der Ronny Vogel, ein echter Frankenwälder, aber mittlerweile in Bayreuth. Und der Ronny, der ist nicht nur Bäcker und der ist nicht nur Bäckermeister, sondern der ist Bäckermeister. Also der bildet Bäckermeister aus. Also wenn jemand Ahnung von Brot hat, dann der Ronny. Aber schaut es euch selber mal an. Hi. Ich bin der Ronny Vogel, Bäcker und Konditormeister aus Leidenschaft und ich darf jeden Tag junge Menschen für das Bäcker- und Konditorenhandwerk begeistern und ausbilden.
Und ich sehe dadurch natürlich jede Menge Gebäcke, Torten, Krapfen, Kuchen, Brötchen und jede Menge andere Sachen. Aber für ein was schlägt mein Herz eben am meisten. Und das ist so ein richtig leckeres Brot. Ich kann mich für ein gutes Handwerksbrot vom Bäcker total begeistern und kann da stundenlang drüber schwärmen. Woran liegt das? Mit nur wenigen Zutaten schaffe ich es, ein Produkt herzustellen, was in seinem Geschmack immer wieder komplett anders ist. Wo Röstaromen hat, wo ein Duft entsteht, wo der ganze Raum einfach danach duftet und ich einfach nur Bock bekomme, jetzt dieses Brot zu essen und zu genießen. Und dafür schlägt einfach mein Herz. Und ich kann einfach mit wenigen Kleinigkeiten, nur mit Temperaturen oder anderen Sachen, den Geschmack so gravierend verändern, das ist, finde ich, einfach genial. Und so ein leckeres Bauernbrot, es gibt doch nichts Besseres. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, habt noch eine schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem guten Brot. Macht's gut! Ja, von einem richtig leckeren, gut duftenden Brot hat der Ronny gerade erzählt, dass man sich da auch gern mal schmecken lässt. Aber wenn ich an mein erstes selber gebackenes Brot denke, dann ist das alles andere als lecker und gut duftend, sondern es stinkt. Es stinkt nach Rauch und Feuer und Ruß. Und zwar war das kein so normales beim Bäcker gebackenes Brot, sondern das war vor 2 Jahren auf
eine Survival-Freizeit. Vielleicht habt ihr da selber schon mal bei sowas mitgebracht. Das war so ein Outdoor-Wochen-Ding. Und da haben wir versucht, einfach in den Wald zu gehen und zu überleben. Also der Sinn war einfach nur, im Wald zu sein und uns aus einer Plane und zwei Schnüren ein Zelt zu bauen und schauen, wie wir mit unseren Wasservorräten zurechtkommen. Oder zum Beispiel uns vor den wilden Tieren schützen. Und zwar gab es da wirklich Waschbären. Also wir mussten nachts den Müll auf die Bäume ziehen. Und neben uns dürfte kein Essen liegen, damit die uns nicht angreifen. Also so richtig Survival. Und eine Aufgabe war eben, Brot zu backen. Aber wir hatten da wahrscheinlich nicht das Zeug zur Verfügung, was der Ronny so in seinem Repertoire hat, sondern wir hatten halt Zeug, was im Wald war. Also wir sind erstmal losgelaufen und haben dicke, fette Steine gesammelt, die wir dann zu einem Ofen gebaut haben. Und dann musste man Holz sammeln, irgendwie aus Natursachen Feuer machen und dann eine Stunde lang so richtig einheizen. Also die ganze Zeit wedeln, pusten, uns gegenseitig motivieren, Feuer nachheizen, Feuer holen, dass die Steine sich so richtig, richtig aufheizen. Und dann, als die Steine so richtig geglüht haben, konnten wir das Brot reinschieben. Das war dann kohlrabenschwarz, als wir es rausgeholt haben, mussten wir erst ein bisschen abputzen. Und nach einer Stunde war dann endlich unser Survival-Brot fertig. Und hier seht ihr die fertigen Ergebnisse und davor, wie das ausgeschaut hat. Also wir waren da echt 2-3 Stunden davor gekniet im Schlamm und haben gehofft, dass die Brote endlich was werden. Und das ist mein erstes Erlebnis mit meinem Survival-Brot, mit meinem Überlebensbrot. Und über so ein Lebensbrot, über das Brot des Lebens, wie der Domi schon angekündigt hat, geht's heute auch. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Brot des Lebens, das habe ich schon mal gehört, dieses Zitat kenne ich, dann seid ihr richtig gut, denn, oh Wunder, es steht in der Bibel. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal mal vorstellen, okay, wenn wir von Brot reden, merke ich ja schon, der Ronny und ich, wir haben eine ganz andere Vorstellung von Brotbacken. Und vielleicht, wenn ich zu euch jetzt früh in die Küche marschieren würde und sage, hey, ich habe Nutella dabei, gib mir mal das Brot, dann denkt ihr vielleicht als erstes an Toastbrot. Also das können wir uns bei Brot vorstellen. Oder wenn wir in Schweden wandern sind, dann haben wir vielleicht ein leckeres Knäckebrot dabei. Oder wenn wir eher so einen Fitness-Trip gerade fahren, dann denken wir vielleicht bei Brot an so ein Dinkel-Vollkorn-Fenchel-Anis-Kümmel-Chia-Brot. Kann auch sein. Oder in meiner WG wohnt jemand, die kommt aus Kolumbien und die kannte gar kein Brot. Für die hat es noch nie eine Rolle gespielt und als sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie als erstes mal jeden Tag Brot gegessen. Also wir halten fest, Brot kann unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Formen haben und unterschiedliche Bedeutungen. Aber wenn wir jetzt von Brot in der Bibel reden, dann hat es eine ganz bestimmte Bedeutung. Und zwar war es dort Alltagsnahrungsmittel. Also es war ganz normal, dass man Brot gegessen hat. So wie für uns Studenten jetzt vielleicht Nudeln mit Pesto oder für euch eine Nutella-Semmel, war das dann normal, dass man halt ein Brot gegessen hat. Das war nicht zu aufwendig zu machen, wie der Ronny schon gesagt hat, man braucht jetzt nicht 1000 Zutaten, sondern Mehl und Wasser, ein bisschen Salz, das ist schon mal ganz gut. Das konnte dort angebaut werden, in dem Gebiet, nämlich Palästina, dort wo Jesus gelebt hat. Und es war einfach verfügbar. Also es war ein Alltagsnahrungsmittel, das die Leute kannten, das es sich leisten konnten, der Otto-Normalverbraucher. Das war ganz normal. Stellen wir es uns jetzt einfach mal so vor wie das hier. Eine runde Sache, ein Alltagsbrot, was Handfestes. Damit konnten die Leute was anfangen, das kannten sie aus ihrem Alltag. Das merken wir uns. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, Eva, was macht jetzt dieses Brot in der Bibel? Oder was macht Brot in der Bibel? Kommt es überhaupt vor? Und dann sage ich euch, ja, Mann. Also es gibt ja so ein paar Themen, die ziehen sich durch die ganze Bibel. Und eins davon ist das Brot. Also egal, wo wir reinschauen, ob im Alten oder im Neuen Testament, es kommt immer wieder dieses Bild vor. Und schon allein in den Evangelien geht es da voll oft darum. Also in dem Teil, wo die Geschichte von Jesus und seinem Wirken erzählt wird. Ich habe in Erlangen, da wo ich gerade wohne, mal bei einem Theaterstück mitgespielt. Da haben wir das komplette Markus-Theater aufgeführt. Und immer wenn jemand einen Texthänger hatte, dann hat man einfach so als Running Gag eingebaut, dass es immer um Essen geht. Also wir haben über Essen geredet, über Essen als Kleines, über Sauerteig, über einen Besuch bei jemandem, weil die Wahrscheinlichkeit so groß war, dass es um Essen oder Brot geht. Und vielleicht fallen euch jetzt auch ein paar Geschichten ein aus dem Neuen Testament. Ich schaue mal in die Runde. Ihr könnt mal mitzählen. Also ich fange mal zum Beispiel bei Bethlehem an. Das heißt, auf Hebräisch kann man es übersetzen als Haus des Brotes, da wo Jesus geboren wurde. Oder im Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute.
Oder vielleicht denken wir an die Emmaus-Jünger, die Jesus am Brotbrechen erkannten. Dann denken wir allgemein ans Abendmahl, ans Passafest, vielleicht an die Brotvermehrung, die Brotrede, den Sauerteig, von dem geredet wird, die Steine, die Jesus zu Boden machen soll. Brot ist einfach überall, Leute. Aber für mich gibt es so einen Knackpunkt, einen Knackvers, der so ein ganz anderes Licht auf diese ganzen Brotstellen wirft. Und diesen Knackvers, den schauen wir uns zusammen an. Der steht in einem von diesen Evangelien, also dem Teil, wo es um das Leben von Jesu geht. Und zwar im Johannesevangelium im 6. Kapitel, Vers 30 bis 35. Ihr könnt mal mitlesen. Sie entgegneten: Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es: Mose gab ihnen Brot vom Himmel zum Essen. Jesus sagte: Ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus erwiderte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jetzt sagt ihr: Okay, dieser Text, da sind jetzt ganz schön viele Punkte dabei. Vor allem wissen wir gar nicht, wer die Leute sind, die da mit Jesus reden. Wer sind denn diese Sie? Das heißt, wir müssen uns nochmal kurz anschauen, wo diese Geschichte einfach steht. Und oh Wunder, die Geschichte, die da vorkommt, geht auch über Brot. Das ist die Speisung der 5000, vielleicht kennt ihr die. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und es kommt eine große Menschenmenge. Und eben das Erste, was Jesus macht, ist, wir müssen den Leuten was zu essen geben. Also schickt er seine Jünger aus, die sollen was besorgen. Und sie holen 5 Brote und 2 Fische, damit werden die ganzen Leute satt. Und es ist am Ende sogar noch was übrig, 12 Körbe mit Brotresten. Deshalb nennt man das auch die wundersame Brotvermehrung. Und dieses Wunder haben jetzt richtig, richtig viele Menschen gesehen und die haben sich gedacht, okay, krass, am nächsten Tag, das Erste, was wir machen, ist gleich wieder zu Jesus gehen. Dazwischen sind sie noch über den See gefahren ein paar Mal, ist noch was passiert, aber sie gehen zu Jesus und sagen, wir wollen mehr. Das sind diese Sie. Und Jesus macht ihnen jetzt aber klar, es ist schön, dass ihr kommt, erstmal hallo, aber ich will euch nicht nur wieder Brot geben, nicht nur Nahrungsmittel für jetzt, sondern es geht noch um was ganz anderes. Es geht um das Brot des Lebens. Ich will, dass ihr an mich glaubt. Und jetzt setzt unser Text ein. Schauen wir ihn nochmal genauer an. Wir lesen am Anfang, dass die Leute, die Zuhörer, von ihm verlangen, hey Jesus, wir wollen ein Zeichen. Wenn wir an dich glauben sollen, dann musst du das uns auch nochmal beweisen. Und die sind auch berechtigt, die Frage zu stellen, weil sie sagen, hey, unsere Vorfahren, die haben doch auch schon so ein Brotwunder irgendwie erlebt. Die Vorfahren, von denen wir reden, das ist das Volk Israel. Darum geht es vor allem im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Und diese Geschichte mit dem Manna, vielleicht kennt ihr das. Also, Volk Israel war unterwegs in der Wüste 40 Jahre lang, eine ziemlich lange Zeit. Und da gibt es keine Dönerbuden, keine Supermärkte, keine Bäckereien, keinen Ronny, der die Leute mit Essen versorgen kann, sondern man musste schauen, wo man sein Essen herkriegt. Und wie die Leute sich ernähren konnten. Es gab ein Wunder. Sie konnten jeden Tag vor ihr Lager gehen, steht in der Bibel, und dort Manna aufsammeln. Und Manna war ein ganz spezielles Brot von Gott geschickt. Und das heißt übersetzt, was ist das? Was ist das? Die Leute wussten es am Anfang nicht. Die haben es einfach probieren können. Und die wurden so satt von dem Brot, dass sie eigentlich nichts anderes mehr essen mussten. Das hat genau gereicht für den Tag. Gott hat ihnen jeden Tag genauso viel gegeben, wie sie gebraucht haben. Jeder hat genauso viel gesammelt, dass er einen Tag davon satt wurde. Aber es gab ein Problem. Wenn man nämlich gedacht hat, oh, ich glaube nicht, dass Gott mich morgen auch noch mal versorgen wird, dann hat man vielleicht in seine Tasche noch ein bisschen mehr eingepackt und das in sein Zelt gesteckt, weil man Angst hatte, dass es am nächsten Tag keinen Manna mehr geben wird. Aber über Nacht ist dieses Brot dann schlecht geworden. Es steht drin, es wurde zu Würmern und hat gestunken. Und da muss ich voll an meine Uroma denken. Ich weiß noch, das ist eine Kindheitserinnerung von mir, da waren wir bei ihr. Und die hat den Krieg so hautnah miterlebt, dass sie nichts wegschmeißen konnte an Lebensmitteln.
auch wenn das Brot verschimmelt war. Dann hat sie es am nächsten Tag einfach trotzdem noch gegessen. Und genau so ist es aber nicht bei diesem Manna gewesen. Es gab jeden Tag genug und jeden Tag neues Manna. Also das ist die Geschichte, auf die die Zuhörer jetzt anspielen und meinen, hey, damals in der Wüste, da gab es doch auch dieses Manna. Wir wollen jetzt auch nochmal so ein Wunder sehen. Und dann meinen sie, und der, der diesen Leuten, den Israeliten, das Brot gegeben hat, das war doch Mose, weil der hat die doch durch die Wüste geführt. Und jetzt klingt sich Jesus ins Gespräch nochmal ein und sagt, hey Leute, ich sag euch eins, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern Gott. Gott hat es damals den Leuten schon gegeben und Gott gibt uns und euch auch heute noch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot, das Brot, das der ist, der vom Himmel herabkommt. Und jetzt wird es so ein bisschen kryptisch, merkt ihr schon, oder? Also jetzt verschränken sich so Sachen in unseren Gehirnen und wir denken, ah, klingt verheißungsvoll, aber was bedeutet das jetzt genau? Und ich glaube, die Zuhörer, denen ging es genauso. Die haben gemerkt, boah, hier ist irgendwas Krasses im Busch. Er will uns nicht nur Nahrungsmittel geben und er meint, Gott gibt irgendwie Brot. Und deshalb sagen sie, okay, gebongt, wir verstehen es vielleicht noch nicht ganz, aber wir richten einen Dauerauftrag ein. Also gib uns jeden Tag von diesem Brot. Das klingt richtig gut. Und jetzt kommt der Vers, von dem ich vorhin geredet habe. Dieser Knackpunkt, der Point des Knackses, wie ich ihn gerne nenne. Jesus sagt nämlich jetzt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Ich bin das Brot des Lebens. Er meint damit, ich bin das, was Gott vom Himmel seinen Leuten gibt, was er den Menschen als Geschenk gibt. Und dann ist es genauso wie damals bei den Israeliten. Gott gab den Leuten Manna, damit sie überleben können, damit sie Nahrung haben. Und jetzt meint er, hey, Gott gibt mich, den Menschensohn, den, der vom Himmel kommt, damit ihr leben könnt. Das ist die erste krasse Sache, die er sagt. Und wahrscheinlich sorgt das schon für ein bisschen Unmut. Und wenn wir uns jetzt nochmal denken, was haben wir ganz am Anfang über das Brot gesagt? Wir reden von hier diesem Alltagsbrot, nicht von irgendeinem besonderen Brot, was man einmal bei einer Reise in Schweden gegessen hat oder vielleicht nur ab und zu mal snackt, sondern es geht, wenn wir von Brot in der Bibel reden, um das, was jeden Tag irgendwie so die Nahrung bestimmt. Was ganz Wichtiges ist, dieses handfeste Nahrungsmittel. Er meint, ich bin das, was ihr jeden Tag zum Leben von Gott bekommen könnt. Das war die erste krasse Sache. Und jetzt kommt noch eine zweite krasse Sache, die die Leute damals wahrscheinlich richtig aufgeregt hat. Und zwar verwendet er eine bestimmte Formulierung. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und vielleicht kommt euch jetzt diese Formulierung ein bisschen bekannt vor aus dem Alten Testament wieder. Es geht wieder um diesen Mose. Gott hat sich ihm nämlich mal offenbart. Das heißt, er hat ihm gesagt, wer er ist. Gott hat gemeint, du kannst mich nicht in den Rahmen packen oder in irgendeine Sprache, die du schon hast. Ich bin einfach ich. Ich bin souverän, ich bin allumfassend. Du kannst mich nicht irgendwo reinquetschen. Ich bin einfach der ich bin und ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Und genau die Formulierung greift Jesus jetzt wieder auf und meint, ich bin das Brot des Lebens. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Er spielt darauf an, dass er Gott ist. Dass er nicht nur das Geschenk ist, das den Menschen gegeben wird, sondern dass er selbst auch Gott ist. Und diese zwei Punkte, die regen die Leute, glaube ich, richtig auf. Davon lesen wir auch, wenn wir die Verse danach nochmal lesen. Das dürft ihr gerne daheim nochmal nachlesen, was das für Aufruhr gesorgt hat. Und jetzt stellt sich uns aber erstmal die Frage, was machen wir damit jetzt? Also wir haben es geklärt, es kommen diese zwei Punkte raus aus der Geschichte. Was kann das jetzt für uns bedeuten? Die erste Sache könnte sein, dass wir sagen, okay, wir haben ein Rätsel geklärt. Wir wissen jetzt endlich, wie Jesus ausschaut. Nicht mit Jesuslatschen und langen Haaren wie in den Jesusfilmen, sondern endlich haben wir was zum Anfassen. Also nein, natürlich nicht. Aber was wir uns daraus mitnehmen können, Jesus will das Brot des Lebens für jeden Einzelnen von uns sein. Das Brot, was da ist und was nicht nur irgendeine Nahrung ist, damit unser Stoffwechsel funktionieren kann, sondern das Lebensbrot, das neues Leben sogar schenken kann. Nicht nur Leben erhalten, sondern neues Leben schenken. Und zwar genau so viel, wie wir brauchen. Brot, das uns Kraft und Energie gibt, damit wir genau den Tag schaffen, damit wir unsere Aufgaben schaffen. Okay, sagen wir jetzt, was bedeutet das jetzt? Wie
können wir dann dieses Brot nehmen? Du sagst die ganze Zeit, Eva, Gott, gib dieses Brot, aber wo ist es denn? Ich sehe es doch nicht. Ich kann es mir doch nicht nehmen und einfach jetzt mal reinsnacken. Wo ist dieses Brot? Wie komme ich da hin? Und ich finde, da können wir nochmal in den Text vielleicht schauen. Wir dürfen uns nämlich, glaube ich, voll mit den Zuhörern identifizieren. Die machen nämlich eine Sache, die kommen erstmal zu Jesus und meinen, hey, wir haben ein paar Fragen, wir haben Forderungen, wir wollen mit dir reden. Sie kommen mit ihm in Kontakt und dann meint Jesus, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, und ich lerne gerade in der Uni ein bisschen Griechisch, Erchomenos prosme, also wer zu mir kommt, das ist für mich auch nochmal so eine richtig wichtige Wendung. Darum geht es nämlich, dass wir nicht schon bei Jesus angekommen sind mit einem Heiligenschein und irgendwie alles perfekt sind, denken, wir sind keine Sünder mehr und alles heile Welt, sondern dass wir uns ihm hinwenden. Dass wir anfangen, irgendwie so einen kleinen Schritt zu ihm zu machen und sagen, oh ja, ich will dieses Brot nehmen. Versteht ihr meinen Punkt? Es geht um das Hinkommen zu Jesus und das Brot nehmen. Okay, daraus ergibt sich natürlich jetzt die nächste Frage. Was heißt denn dieses Hinkommen zu Jesus? Das kann für jeden, glaube ich, ein bisschen anders ausschauen. Aber im Grunde besteht es darin, sich mit seinem Herzen Jesus voll zu öffnen und hinzugeben und da ganz offen zu sein. Und da könnt ihr ganz viel mit Leuten diskutieren und das empfehle ich euch jetzt auch, da ganz viel drüber zu reden. Aber ich glaube, für jeden kann es ein bisschen anders ausschauen. Also die einen beten, die anderen hören vielleicht irgendwie Lieder, machen Lobpreis, die anderen diskutieren ganz viel und bei den anderen ist es einfach in Gedanken. Dieses Brot, dieser Jesus, der jeden Tag den Leuten Kraft geben will. Und ich will euch noch kurz was von mir erzählen. Und zwar, bei mir spukt dieser Gedanke vom Lebensbrot voll oft in meinem Gehirn rum. Einerseits, weil ich jemand bin, der unglaublich gerne backt und isst. In meiner WG kursiert so das Gehabe, dass man, wenn man mich sucht, nicht in meinem Zimmer klopft oder klingelt, sondern in die Küche geht und schaut, ob ich dort bin. Weil ich einfach die ganze Zeit dort bin und koche, backe, esse oder mit Leuten quatsch oder ein flüssiges Brot zu mir nehme. Genau, das ist die eine Sache. Aber es gibt noch eine andere Sache. Jedes Mal, wenn ich das Vaterunser bete und bei der Stelle unser tägliches Brot gib uns heute angekommen bin, dann muss ich irgendwie so dran denken, was passiert, wenn wir unser tägliches Brot nicht essen wollen oder nicht essen. Weil ich hatte mal eine Zeit, da habe ich nicht genug gegessen, mit Absicht. Und dann ging es mir richtig schlecht, psychisch und körperlich. So schlecht, dass ich zu irgendwelchen Ärzten gehen musste, weil mein Körper das nicht mehr gepackt hat. Weil ich einfach nicht mehr genug Essen hatte. Und deshalb ist diese Metapher für mich so einschlägig, weil ich glaube, viele Leute sagen, ich brauche dieses Lebensbrot nicht. Du erzählst mir irgendwas von einem Brot, ich soll zu irgendwem hinkommen und beten, aber mir geht's doch gut. Und ich glaube, so ging es mir damals in der Zeit auch. Ich habe gesagt, strahle nach außen, das ist alles gut, ich habe doch keinen Hunger, alles super. Aber innerlich kann ich euch sagen, zerbricht man und man will einfach nur noch heulen, weil man irgendwelchen Idealen sich hingeben will oder verschiedene andere Gründe hat oder gar nicht mal drüber nachdenkt, was zu ändern. Und ich glaube, deshalb trifft mich diese Brotmetapher, die irgendwie immer wieder auftaucht, so sehr, weil ich mir denke, krass, ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwie nicht genug isst. Und wenn ich das dann auf meinen Glauben übertrage, dann denke ich mir, krass, es kann einem so viel entgehen, wenn man nicht auf dieses Brot zugreift, was Gott einem schenken will. Und er schenkt so viel, dass es mir eigentlich reicht, dass es mich genau ausfüllen kann, dass es mir Kraft und Energie geben kann, alle meine Aufgaben zu erfüllen. Und vielleicht geht es dir genauso und du sagst, okay, ich habe auch irgendwie so eine Verbindung zum Essen. Oder du bist auch wie der Ronny ein Bäcker und kannst deshalb mit Brot voll viel anfangen. Oder du isst einfach gerne. Oder vielleicht hast du auch gar nicht so viel mit Brot zu tun. Das ist ganz, ganz egal, keine Sorge. Aber ich will dich fragen, ist Jesus irgendwie dein Lebensbrot? Machst du ab und zu mal einen Schritt zu ihm und sagst, hey, danke, dass du da bist für mich. Danke für das Brot. Ich will das auch in Anspruch nehmen. Du bist ja schon da. Und es kann sein, dass du das früher schon mal gemacht hast oder noch gar nicht oder schon voll dabei bist. Aber ich glaube, wir können jetzt einfach zusammen ein Gebet sprechen und in dem Gebet wieder so einen kleinen Schritt auf Jesus zumachen. Und genau wie die Zuhörer hier einen Schritt auf das Brot des Lebens zugehen. Hey Jesus, danke, dass du unser Brot des Lebens sein willst. Und das ist so ein Bild, was wir vielleicht manchmal gar nicht verstehen, manchmal voll. Aber ich danke dir,
dass wir das in Anspruch nehmen können, jeden Tag aufs Neue. Und ich bitte dich, dass du uns Menschen gibst und Situationen und ganz viel Inspiration, da dran zu bleiben. Weil das kann so cool sein, von dir ausgefüllt zu sein. Und ich kenne es, wenn ich so einen Höhenflug habe und das Gefühl habe, irgendwie mit dir alle Mauern zu überspringen. Aber ich kenne es auch, wenn ich irgendwie gar keinen Bock da drauf hatte und gar keinen Hunger. Aber ich bitte dich, dass alle Leute, die jetzt hier sind, alle, die zuschauen und noch alle möglichen anderen, dass die von dir berührt werden und irgendwie den Hunger verspüren nach dem Brot, das du geben willst. Genau. Und in dem Sinne, Amen. Hast du Hunger bekommen? Also ich schon.
Vielleicht willst du das so machen, wie es die Eva gesagt hat und nicht nur einmal am Sonntag oder einmal an Weihnachten irgendwie so eine Riesenladung Brot des Lebens dir reinhauen, sondern vielleicht willst du sowas entwickeln, dass du dich jeden Tag gut ernährst auch von Jesus, Glaubensbrot, Brot vom Himmel empfängst. Da will ich dir sagen, da hast du viele Möglichkeiten dazu. Wir haben auf dem YouTube-Kanal, auf dem du das siehst, haben wir montags um 8, donnerstags um 9 und auch jeden Sonntag einige Formate, die du dir anschauen kannst. Noch besser aber, geh doch wieder hin, irgendwo mal in einem Gottesdienst, vielleicht der gleich um die Ecke oder der, wo dein Freund oder deine Freundin hingeht. Oder noch besser, quatsch einfach mal jemanden an, von dem du erwartest, dass er dieses Brot schon länger isst und dass der sich irgendwie glaubensmäßig ausgewogen ernährt. Bleib nicht bei einem Schritt, sondern geh doch noch weitere Schritte hin zu Jesus und zu der Gemeinschaft, genährt zu werden. Das Schöne beim Essen ist, Geld ist, wenn sich viele Leute bei mir sagen, du musst deinen Mund halten, also kannst nichts sagen mehr. Also es wäre besser für dich und für die gegenüber von dir, wenn du nichts sagst, während du die Goschen voll hast. Und da lade ich euch jetzt noch dazu ein. Eva hat gerade schon gebetet, aber lass uns jetzt noch mal die Goschen halten und uns das schmecken. Wenn du magst, werd kurz stille mit uns hier und lass dich von Gott beschenken und nähren. Und dann beten wir im Anschluss gemeinsam das Vaterunser. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich will euch noch einen Segen zusprechen für den restlichen Abend oder die restliche Woche oder einfach die restlichen Tage. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden. Amen. Thank you.
Resurrection Day. Nothing's gonna hold me in the grave. This is my Resurrection Day. Nothing's gonna hold me down. Say goodbye to my yesterday.